Autobombenanschlag auf kremlnahen Schriftsteller Prljepin. Russische Polizei nimmt Tatverdächtigen fest. Weltweit haben die Menschen die Krönung von König Charles und Königin Camilla verfolgt. Glückwünsche kommen von Staats- und Regierungschefs. Nach dem Autobombenanschlag auf einen kremlnahen Schriftsteller hat die russische Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Ermittler teilten mit, der 1993 geborene Mann habe gestanden, auf Anweisung der Ukraine gehandelt zu haben. Kiew bekannte sich nicht zu dem Attentat, stritt eine Beteiligung aber auch nicht ab. Der Anschlag mit einem Sprengsatz ereignete sich in der Region Nischni Nowgorod, östlich von Moskau. Dabei wurde der Autor Prljepin schwer verletzt, sein Fahrer getötet. Sacha Prljepin ist ein nationalistischer Schriftsteller und überzeugter Anhänger des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dort hat der 47-Jährige auch schon gekämpft. Seit 2014 setzt sich der Tschetschenien-Veteran für die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine ein. Zudem war er Mitglied einer verbotenen Gruppierung radikaler Nationalisten. Können sich die Konfliktparteien im Sudan auf einen anhaltenden Waffenstillstand einigen? Eine entscheidende Frage für die ganze Region und damit auch für die Mitglieder der Arabischen Liga hier bei ihrem Treffen in Kairo. Über einen Waffenstillstand für den Sudan wird zurzeit in Jeddah in Saudi-Arabien verhandelt. Vertreter der sudanesischen Streitkräfte und der RSF-Miliz sollen teilnehmen. Details zum genauen Ort und zu den Inhalten der Gespräche sind nicht bekannt. Gleichzeitig verschärft sich die gesundheitliche Lage für die Menschen im Sudan weiter. Trotz der Verhandlungen gehen die Kämpfe im Sudan weiter. So bombardierten Augenzeugen zufolge erneut Kampfflugzeuge verschiedene Stadtteile der Hauptstadt Khartoum. Eine Woche vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei hat die größte Oppositionspartei, CHP, eine Kundgebung in Istanbul abgehalten. Parteichef und Spitzenkandidat Kemal Kılıçdaroğlu sagte vor Tausenden seiner Parteianhänger, er wolle sich mit den Problemen aller Bürger befassen, ohne zu diskriminieren, und rief zum Wandel auf. Çok önemli bu seçim, gerçekten çok önemli. Artık bu son seçimimiz diyoruz. İnşallah bu düzen değişecek. Ruhumuz yoruldu. Küfürden, ya kadınlara yapılan hakaretten, çocuklara yapılan hakaretten, çocuklarımızın işsizliğinden, kadın cinayetlerinden daha ne sayayım? 20 yıldan beri hak, hukuk, adalet, özgürlükler hepsi kayboldu gitti. Kılıçdaroğlu liegt in den meisten Umfragen vorne. Es zeichnet sich jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Präsident Erdogan ab. Gewinnt keiner der Kandidaten in der ersten Runde die absolute Mehrheit, kommt es am 28. Mai zu einer Stichwahl, voraussichtlich zwischen Kılıçdaroğlu und Erdogan. Nicht nur Britinnen und Briten. Weltweit haben Millionen Menschen die Krönung von König Charles und Königin Camilla in London vor den Bildschirmen verfolgt. Wie zahlreiche Staats- und Regierungschefs war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Zeremonie dabei. Sie wertet die Krönung als Zeichen der andauernden Stärke der britischen Monarchie. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz gratulierte aus Kenia. Und für mich war und ist ganz wichtig, dass er jemand ist, der sich für eine enge Zusammenarbeit Großbritanniens mit der Europäischen Union einsetzt und der auch eine ganz eigene, wichtige Agenda hat, den Klimaschutz voranzubringen. Бажаю королю Чарльзу третьому довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства процвітання та спільних із нами перемог. Im rumänischen Viscri in Siebenbürgen, das auch Weißkirch genannt wird, hat König Charles mehrere Anwesen erworben. Seither setzt er sich auch für transsilvanische Tradition ein.